Ich begrüße Sie zu Wetter und Gesundheit in Rheinland-Pfalz. Während es ja bisher nur mäßig warm war, machen wir zum Wochenende einen kurzen Ausflug in den Sommer. Und das nicht nur bei uns, sondern auch deutschlandweit weht nahezu überall ein Hauch von Sommer. Kleine Ausnahme bilden die Küstenregionen. Allerdings hat es Italien ja derzeit doch sehr schlimm erwischt. Das regenträchtige Tief dreht sich dort immer noch und verteilt seine großen Regenmengen noch auf andere Regionen am Mittelmeer. Während wir in Mitteleuropa von hohem Luftdruck einerseits profitieren, andererseits erreicht uns durch das Zusammenspiel von Hoch und Tief ein Strom sehr warmer und teilweise feuchter Mittelmeerluft. Das alles in der Zusammenschau ergibt für uns ein sommerliches Wochenende. Dazu gehört aber auch in dieser feuchtwarmen Luft, dass sich vereinzelt Schauer und Gewitter entwickeln. Samstag ist die Wahrscheinlichkeit dafür aber noch ziemlich gering. Ansonsten stellt sich ein Wechsel aus Sonne und Wolken ein bei 18 bis 22 Grad. In den Mittelgebirgen werden es 15 bis 17 Grad bei teilweise spürbarem Nordostwind. Der Sonntag, der wird dann noch etwas wärmer. Da liegt die Temperaturspanne zwischen 21 und 27 Grad, die niedrigeren Werte in den Mittelgebirgen. Vor allem nachmittags oder abends kann es vereinzelt Schauer oder Gewitter geben, dabei auch Starkregen möglich. Der Montag bleibt noch sehr warm mit einer Mischung aus Sonne und Wolken, aber dafür sind im Laufe des Tages häufiger Schauer und Gewitter möglich mit stürmischen Böen und Starkregen. Und Dienstag dürfte der Ausflug in den Sommer mit Schauern und Gewittern wieder weitgehend zu Ende gehen. Aber keine Angst, es gibt keinen Absturz, sondern die Temperaturen werden so im angenehmen Bereich, so bei 20 Grad bleiben. Mit der Wettervorhersage kann man es ja keinem so richtig recht machen. Einfach weil die Wünsche zu unterschiedlich sind, aber zum Teil auch die Verträglichkeit des Wetters. Das heißt, es wird immer wieder Klagen darüber geben und da kommen sicher einige auch in deiner Praxis an, Doc. Stimmt's? Ja, das stimmt, liebe Inge. Das wäre eine Katastrophe, wenn wir das alles so bestimmen könnten. Also erstmal, es stimmt, die Patienten leiden darunter, unter diesem Wetter. Aber ich würde mal behaupten, die wenigsten leiden wirklich darunter. Es ist oft so was Ansteckendes. Ja? Das passiert schon im Wartezimmer. Da ist das Wetter und die Gesundheit. Deswegen auch der Titel Wetter und Gesundheit. Da ist das Wetter ein großes Thema. Und wenn dann Menschen da sitzen und sagen, also bei diesem Wetter, da habe ich das und das und das, ich sage es jetzt gar nicht, weil ich Angst habe, dass es dann auch jeder gleich wieder bekommt, ja, dann geht das im Gehirn los, das Gerattere, und irgendwann hat man es dann. Ich will mich da gar nicht von ausnehmen. Also ich habe als junger Medizinstudent, wenn ich von Krankheiten gehört habe, habe ich abends im Bett gelegen und habe gedacht, was, da fängt es an und dann tut es da weh und oh, die Krankheit hast du. Ja? Also man kann sich da nicht rausnehmen. Wenn man das oft genug hört und hat dann zufälligerweise vielleicht gerade mal Kopfschmerzen oder man hat schlecht geschlafen oder es ist einem übel, dann kann das einfach wirklich ansteckend sein. Und zurück zum Anfang, ich bin froh, dass man wirklich da diese ganzen Versuche nicht geklappt haben mit dieser Wetterbeeinflussung. Ja? Und deswegen sind wir froh, dass das nicht geht. Nehmen wir das Wetter einfach so, wie es kommt, stellen wir uns darauf ein. Ich gebe ja genug Tipps und lassen wir uns nicht treiben von dem Gedanken, ach, das habe ich jetzt auch. Ja? Ja, nach Wetterbericht schauen ist es wichtig, dass man weiß, was los ist, wenn man morgens aus dem Haus geht, die richtige Kleidung mitgeht, nimmt einen Regenschirm mit, nimmt und froh ist, wenn es regnet. Das ist ja das Gute, dass es jetzt dieses Jahr mal sehr viel geregnet hat. Die Wasserspeicher sind ja weitgehend aufgefüllt und dieses Wasser brauchen wir. Ja, wir sehen auf der einen Seite die Überschwemmungen in Italien und auf der anderen Seite die Waldbrände, ja, das ist ja die zurzeit auch wütend. Oder was im Ahrtal los war. Also stellen wir uns auf das Wetter ein, nehmen wir, wie es kommt, verhalten wir uns richtig, hören Sie meine Tipps. Wetter und Gesundheit, die sind meistens gut. Eigenlob stinkt, okay, aber
Wir können das nicht ändern und können uns nur entsprechend verhalten. Machen Sie es gut und bleiben Sie mir gesund. Tschüss.